Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 12. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Ich möchte erstmal mein Angebot ankündigen. Und das gilt bis 31. Dezember 2018. Ein Videoberatung, selbstverständlich anonym. Und das beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und ein Jahreshoroskop dazu für Jahr 2019 für 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und Astrologie näher bringen. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie. Ich benötige dazu Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Ihr könnt sofort buchen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und jetzt zu den heutigen Tageshoroskop. Es gibt 12 Lebensbereiche. In Astrologie nennt man das 12 Häuser. Ich komme mit diesem Begriff nicht klar. Ich benutze diesen Begriff auch nicht, weil für mich ist das eins. Ich könnte sagen, ein Haus in verschiedenen Räumlichkeiten. Und so schließt den Kreis und symbolisiert unserem Selbst. Und ich nenne diesen Themen, einzelnen Themen als Lebensbereiche. Ich habe die Karten nur dort ausgelegt, wo die Energie gerade fließt, in welchen Lebensbereichen. Der Zeitpunkt ist Sonnenaufgang, weil naturgemäß starten wir den Tag mit Sonnenaufgang. Natürlich dreht sich das alles, so wie unser Planet Erde dreht. Das sorgt für diese Bewegung, die Rotation. Aber dieses Bild symbolisiert den Start. Mit dieser Energie starten wir den Tag und das ist Sonnenaufgang. Und die Sonne befindet sich nach dieser westlichen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze und hier im Osthorizont, das ist die Sonnenaufgang. Und das ist Helios, das ist die Sonnenwagen, ich könnte sagen, es ist wie ein Lokomotiv. Schütze ist die Lokomotiv und zieht den ganzen Zug. Also, Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, das wirkt auf dem ersten Lebensbereich und das bedeutet das Selbst. Aber so wie ein Sonnenaufgang auch die Suche nach Wahrheit, etwas beleuchten und unsere Persönlichkeit vermitteln. Also nicht davonlaufen, nicht verstecken, sondern uns zeigen. Und das trifft natürlich die Schützengeborenen. Und spiegelt etwas für die Zwillingsgeborenen, wird das Licht genau gegenüber. Also die Zwillingsgeborenen bekommen diese Spiegel. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Hier. Die Tierkreiszeichen Wassermann ist noch eingesperrt im zweiten Lebensbereich. Und das bedeutet Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Aber das ändert sich bald, weil die Wassermann-Geborenen kommen von dieser Enge raus. Momentan fühlt sich das so an, besonders finanzielle Einschränkungen, aber in den kommenden Tagen können endlich aufatmen und geht's besser. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion im Bereich 11. Lebensbereich
Und hier zeigt sich die Hoffnungen, die Wünsche und Hoffnungen, aber bedeutet auch Freundschaften oder Begegnungen mit gleichgesinnten Menschen wie eine Partei oder ein Verein. Und hier ist die Merkur-Energie und das bedeutet Kontakte, Verbindungen, Verträge. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion, also genau in diesem Bereich ist die Venus-Energie und das heißt, Liebe ist möglich, gerade in diesem Bereich, Freundschaften oder ein Verein. Und da anmelden führt dazu bei vielen Menschen, dass hier wahre Freundschaften gefunden werden oder sogar die Verliebtheit. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen wirkt auf dem dritten Lebensbereich und das bedeutet Medien, Internet, die vertraute Umgebung, Verwandtschaft, Nachbarschaft und hier die Mars-Energie setzt alles in Bewegung, zwar fließend. Bei Fischen-Energie mit diesem Wasserelement geht es fließend voran. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter fühlt sich auch sehr wohl bei Schütze, weil Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze und zeigt die Größe. Mit unseren Werten, mit unseren Größen bewusst zu sein, besonders gerade die Schützengeborenen, wo gerade auch mit sich selbst beschäftigen und wenn sie diese mit diesen Größen bewusst sind, bringt Jupiter auch Glück, sorgt auch für Gerechtigkeit und damit meine ich die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück, aber öffnet den Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Hier steht zum Steinbock in Verbindung und erteilt Lernaufgabe. Und bei Steinbockgeborenen handelt es sich um die Werte und Selbstwertgefühl und Wertschätzung und auch die Finanzen. Energetisch hängt das zusammen. Und hier haben die Steinbockgeborenen Lernaufgabe. Uranus ist rückläufig und befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Bei Sonnenaufgang heißt es im tiefsten Punkt des Horoskopes und das ist die Basis, die Fundament. Ich vergleiche das immer mit einem Baum, dann würde das bedeuten, hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das ist die unserem Ahnen, unseren Traditionen und auch dieses Gefühl zu haben, dieses Sicherheitsgefühl. Hier ist alles stabil, das hat Hand und Fuß. Und dieser Wunsch, dieses Bedürfnis haben die Wiedergeborenen und dieser Lebensbereich zeigt auch unseren vier Wände. Da finden wir die Ruhe und in Ruhe liegt auch die Kraft. Und dieser Rückzug, diese Kraft brauchen gerade die Wiedergeborenen. Und bei Uranus ist auch wichtig, weil Uranus ist astromedizinisch zu unserem Nervensystem zugeordnet. Und wenn diese Ruhe nicht da ist, dann entsteht Nervosität. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, fühlt sich auch sehr wohl in Tierkreiszeichen Fischen, weil Neptun herrscht über diese Tierkreiszeichen, also kommt zum Geltung. Und hier handelt es sich um unsere Träume zum Leben. Und das spüren eher die Männer, die männlichen Personen haben diesen Traum, diese Vision, was sie verwirklichen wollen. Und da lenken sie die Aufmerksamkeit. Bei Neptun-Energie kann auch zu Täuschungen kommen. Manchmal ist alles so benebelt. Und wenn das so benebelt ist,
hat auch einen Einfluss auf Alkohol, Drogen. Also das müssen wir auch anschauen, weil das sind auch Themen in unserem Leben. Kann natürlich passieren, dass jemand hier, besonders in diesem Bereich, bei Nachbarschaft, bei Verwandtschaft, jemand da ist, wo Alkoholprobleme hat oder Drogenprobleme. Natürlich kann auch bedeuten, in Schulen Drogen zu verkaufen. Wir müssen nicht immer so tun, wenn alles so wunderschön wäre in unserem Leben, entspricht auch die Realität bei Mars-Energie, die Aktivitäten. Und hier im dritten Lebensbereich handelt es sich auch um Schule natürlich. Und bei Neptun kann das auch Alkohol- und Drogenproblemen anzeigen, gerade in diesem Bereich oder bei Verwandten, Bekannten, bei Nachbarschaft. Aber wir betonen eher die positive Seite, die schöne Seite Neptun, und das sind die Träume und Visionen. Und das sollen wir verwirklichen, und das ist gerade der Bereich Internet oder Medien. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock und hat mit Finanzen etwas zu tun. Pluto zeigt die inneren Kraft und hier bei Finanzen die Transaktionen und diese Konzentration, das in Bewegung setzen, die Finanzen zum Verbessern. Aber Saturn wirkt auch, also haben wir eine Lernaufgabe, beziehungsweise die Steinbock-Geborenen haben diese Lernaufgabe, auf die eigenen Werte zu achten. Chiron ist ein Kleinplanet und zeigt, wo weh tut. Und bringt aber auch Heilung. Chiron ist jetzt direktläufig im Grenzbereich zwischen Fischen und Tierkreiszeichen Widder, aber noch im Tierkreiszeichen Fischen. Wenn das hier um Drogen und Alkohol handelt, dann ist möglich gerade diese Heilenergie reinbringen, weil dann kommt auch eine Heilung. Die Chancen sind sehr gut da, dass Chiron hier Heilung bringt. Und jetzt zu Verbindungen. Uranus beleuchtet, bestrahlt den beiden Mondknoten. Und diese beiden Mondknoten zeigen karmische Themen. Einmal die Vergangenheit, die alten Erinnerungen, das verspüren die Steinbock-Geborenen. Hier befindet sich die absteigende Mondknoten. Thema ist Werte, Wertschätzung, Finanzen. Und die aufsteigende Mondknoten befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Und die Tierkreiszeichen Krebs befindet sich hier in diesem Bereich, achten Lebensbereich. Ich habe das falsch ausgelegt, weil die indische Astrologie lag da, aber hier im Westlichen ist natürlich hier die Transformation. Das heißt, die Krebsgeborenen erleben gerade eine Art Wandlung, Transformation, die Selbstfindung. Was noch wichtig ist, und das liegt hier im Tierkreiszeichen Waage, die Tierkreiszeichen Waage ist die Krönung in diesem Baum, die Krone des Baumes, und die Waagegeborenen können ihre Ziele jetzt erreichen und vor allem Fortuna, die Glück, dieses Glück liegt in die Seite der Waagegeborenen, ihren Ziele zum Erreichen. Heute ist ein Schicksalstag und das bedeutet, Mond erreicht die Lilith-Energie. Und das ist die Mondumlaufbahn, die weiteste Punkt aus der Erde ausgesehen, löst etwas aus. Das sind Wünsche und Sehnsüchte. Und das befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, der Bereich, wo das Werte sind, die Werte, Wertschätzung und die Finanzen zu verbessern oder Wertschätzung bekommen von anderen. Das ist Wassermann-Energie gerade. Aber Mond reflektiert uns alle weiter. Mond hat auf uns alle eine Wirkung. Also dieser Wunsch wird aktiviert, die Finanzen zum Verbessern oder zum unseren Werte zum Stehen, dieses Selbstwertgefühl und das auch bekommen, diese Wertschätzung.
Diese Sehnsüchte sind da, aber wir fühlen uns, besonders die Wassermanngeborenen, wie eingeschränkt. Und diese Lilith-Energie ist etwas widersprüchlich. Der Wunsch ist da, aber wir neigen dazu, davonlaufen. Und wir erklären das auch noch. Ah, ich bin das nicht wert, ich habe das eh nicht verdient. Also, wir neigen dazu, davonlaufen, weil wir haben oft diese Gedanken oder sogar dieses Gefühl, das nicht zu wert zu sein. Oder das prägt natürlich auch die Erziehung. Die Erziehung, was wir immer gehört haben, oh, du bist das nicht wert. Und werden wir klein gehalten. Und diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben. Und dann ist es sehr schwierig, im Vertrauen zu bleiben. Und da löst es etwas aus. Und durch den Mondeinfluss spüren wir das alle, diese Wertschätzung und natürlich auch die Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit und Stabilität. Es ist dieses Bedürfnis da, aber wir glauben daran nicht. Und hier machen wir einen Fehler und wir sollen umdenken. Deswegen nenne ich das als Schicksalstage. Weil genau in diesen Tagen brauchen wir die Kraft, auch die Überzeugungskraft oder unseren Gedanken ändern. Und sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich nehme das in Besitz, ich bin wertvoll. Und genau das sind die Sätze, was jetzt durch diesen Mond- und Lilith-Einfluss auf dem heutigen Tag sehr wirkt und das spüren wir alle. Die heutige Engel heißt Engel Jelachiach und hat die Zahl 44, Engel die Ewigkeit, wird angerufen, Unternehmungen zum Erfolg zu bringen, Prozesse gewinnen, begleitet uns auf Reisen, auch bei inneren Reisen, verhilft zum Sieg, hilft Konflikte lösen, gibt uns Kraft und Mut und sorgt für die göttliche Gerechtigkeit. Steht mit Mars in Verbindung, steht mit Wasserelement in Verbindung und steht mit Skorpion in Verbindung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste.
dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.